Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra von PlayStationInfo.de und das ist der Wochenrückblick, Kalenderwoche Nummer 50, eine schöne Zahl, die 50. Und es war eine sehr ereignisreiche Woche, aber keine PlayStation 5, beziehungsweise PlayStation 5 wurden jetzt nur ausgeliefert, aber das ist ein anderes Thema. Fangen wir mal an mit News Nummer 1 und da möchte ich gleich mit dem Top-Thema anfangen, es ist Cyberpunk 2077. Cyberpunk 2077, tja, wäre es mal 2021 erschienen, wie ich das gesagt habe, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie besser gewesen. Weil, folgendes, das Spiel ist nicht spielbar. Es ist sehr, sehr verbuggt, auf jeden Fall auf den alten Konsolen, sprich der PlayStation 4, PlayStation 4 Pro. Da läuft es auf jeden Fall nicht richtig rund. Auf der PlayStation 5 läuft es einigermaßen rund, aber man darf nicht vergessen, der PS5-Patch ist ja noch nicht mal am Start. Deswegen sage ich ganz klar, wartet noch mit dem Kauf von Cyberpunk 2077, wenn ihr da irgendwie an überlegen seid, es euch zu holen. Wartet lieber noch. Wartet lieber noch wirklich so 2-3 Monate ab. Erstens wird der Preis ein bisschen runtergehen und ihr habt dann ein wahrscheinlich besseres Spiel, weil jetzt gerade kann ich da echt nichts zu sagen, außer lasst es lieber. Es ist echt übel. Aber was anderes, was nicht so übel ist und was richtig cool ist und was mich persönlich richtig überrascht hat, und ich habe auch ein Unboxing-Video dazu gemacht, ist die Collector's Edition von Cyberpunk 2077, die wirklich genial gemacht ist, sehr viel Liebe zum Detail, sehr toller Inhalt und für mich auf jeden Fall bis dato die beste Collector's Edition, die ich in den Händen hielt. Sehr, sehr nice. Also guckt euch auf jeden Fall mal das Unboxing-Video an, beziehungsweise guckt euch mal die Collector's Edition an, die ist wirklich lecker. So, fangen wir mal an mit News Nummer 2, eine relativ gute News. The Last of Us Part 2 gewinnt Game of the Year Award. Ja, falls ihr mitbekommen habt, die Game of the Year Awards haben stattgefunden. Und genau auf diesen Game of the Year Awards wurden eine Menge Spiele wieder angekündigt und so weiter und so fort. Da gehen wir später auch drauf ein. Ich kann jetzt aber auch nicht alle Spiele hier erwähnen, aber ihr findet alle Informationen auf PlayStationInfo.de. Auf jeden Fall so, das Jahr 2020 war jetzt auch gametechnisch jetzt ein bisschen überschaubar, muss man sagen. Deswegen ist es für mich jetzt auch nicht so verwunderlich, dass The Last of Us Part 2 gewonnen hat. Aber zu Recht und Game of the Year passt schon. News Nummer 3, Google Top-Suchbegriffe 2020, die PS5 ist dabei. Ja, Google bringt jedes Jahr einen Blogbeitrag raus, wo sie halt sagen, was am meisten gegoogelt worden ist. Natürlich das meiste, was gegoogelt worden ist, ist die Virusgeschichte. Aber nichtsdestotrotz, PS5 wurde auch sehr oft gegoogelt und diverse andere Spiele sind auch dabei. Guckt euch das mal an, ist jetzt ja sehr interessant. Nicht wirklich, egal. News Nummer 4, Formel 1 2020 kostenloses Update ist verfügbar. Ja, also für die Leute, die F1 2020 spielen, lieben Gruß an TobiZobi, viel Spaß. News Nummer 5, Scott Pilgrim vs. the World, the Game Complete Edition kommt im Januar 2021. Ein sehr cooles Spiel. News Nummer 6, Fall Guys Ultimate Knockout Season 3 wurde angekündigt, beziehungsweise hat einen Starttermin. Das ist der 15. Dezember, da geht es ein bisschen winterlich ab. Also Fall Guys für die Leute, die es noch spielen. Ich weiß gar nicht, spielen das noch welche von euch oder ist der Hype schon vorbei? Naja. Und News Nummer 7 finde ich persönlich sehr interessant, weil der Trailer sah geil aus und außerdem sind da Macher bei, die auch schon eine gute Historie haben. Und zwar, ich rede von dem Spiel The Callisto Protocol und das sind Macher von Dead Space dabei und das sieht sehr nach einem sehr, sehr coolen Horrorspiel aus irgendwie und hat mich auf jeden Fall ein bisschen angefixt. Ich werde auf jeden Fall nochmal recherchieren und werde euch dann auf jeden Fall mal auf dem Laufenden halten. So. Freunde, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Lasst euch nicht ärgern. Mein Name ist Supra, besucht PlayStationInfo.de und ja, lieben Gruß an alle. Bis dann. Tschüss. Ach ja, und Bussi.